Ich habe in den letzten 20 Jahren festgestellt, dass die Musikindustrie in einem wahnsinnigen Wandel ist, in einem Umbruch ist. Also die Musik hat fast keinen Gegenwert mehr. Es ist jederzeit sofort gratis, kostenlos verfügbar, mit einem Klick. Und das hat mir jetzt denken gegeben, weil das zieht natürlich einen Rattenschwanz in die Produktion, das zieht einen Rattenschwanz zu den Musikern und so weiter. So dass Studioproduktionen wie fast nicht mehr gerechtfertigt sind, weil der Kunde das gar nicht mehr finanzieren kann. Das ist wirklich so weit gegangen, bis man gesagt hat, ja, eigentlich ist die Berechtigung von so einem Studio nicht mehr gegeben. Man könnte das eigentlich einfach kaufen. Und in dem Moment ist mir gekommen, hey, man könnte eigentlich die 25 Jahre Erfahrung live, aus dem Live-Bereich und die 20 Jahre Erfahrung aus dem Studiobereich plus auch das Material, das man kennt, die Kontakte, die man hat, zusammenführen und ein neues Musikformat daraus generieren, das in der heutigen Zeit wirklich zeitgemäss für alle, die daran beteiligt sind, einen Mehrwert generiert. Und so hat sich gezeigt, ein neues Musikformat, das da heisst Straight to Tape. Es läuft so, dass wir Bands suchen, Musiker suchen, die vinylaffines Publikum haben, wo natürlich auch eine Straight-to-Tape-Session spielen kann. Also es muss eine recht geile Live-Band sein, die das Zeug super performen kann. Und dann laden wir die ein, hier in die Schweiz. Natürlich auch Fanclubs werden aktiviert und Fans von der Band werden aktiviert. Und dann ist es auch so, dass der Session-Besucher daheim Online-Tickets kaufen kann und kann wählen, ab welchem Musiker er Platz nehmen, wenn er sein Album da live einspielt im Studio. Also kannst du so 1,50 Meter neben dem Schlagzeuger hocken oder 1 Meter neben dem Sänger hocken und genau das mitbekommen, was der Sänger oder der Schlagzeuger auch mitbekommt. Und auch da gilt die Grenzen auflösen, Musiker und Musikliebhaber zusammenbringen. Also Straight to Tape in der Ur-Version hat so gut funktioniert. Und man hat einfach gemerkt, das ist so viel Potenzial da, das kann so in die Breite aufgehen. Und was wir jetzt sicher mal als nächstes angehen, ist ein weiteres grosses Abenteuer und das ist The Road Sessions. Das heisst Straight to Tape, das komplette Analogstudio, wird verpackt in Cases und in super coole Locations, die an und für sich schon eine Geschichte erzählen, eingebaut. So dass man Sessions draussen machen kann, zum Beispiel in Schlossinnenhöfen oder in Flugzeughangars. Und nehmen dort Sessions auf Band auf, wie es bis anhin war. Einfach in sehr coolen Locations. Heute ist der Tag, wo wir das neue Setup, das analoge Studio-Setup, unter realen Bedingungen testen mit Band. In einer Industriehalle. Wir haben 48 Stunden Zeit für das Vorhaben. Es sind alle ein bisschen kribbelig, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Wir sind bestens vorbereitet und gespannt. Bis jetzt läuft es eigentlich recht gut, erstaunlich gut, aber es ist noch nicht viel gesteckt und so, darum man darf gespannt sein, aber bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut, ja, die Leute sind gut drauf. Es ist Freitagabend, es ist glaube ich so zwischen 11 und halb 12 Uhr. Und das Ziel wäre heute Abend noch, dass wir alles gesteckt haben und dass überall etwas rauskommt. Und dann hoffen wir, dass wir das Ziel erreichen. Bis jetzt sehr, sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll und der Tag heute ist eigentlich schon ein bisschen Entlöhnung
für die letzten schlaflosen Nächte oder die wenige Zeit, wo wir im Bett sind. Ja, wir sind gespannt auf morgen. Wir haben jetzt gestern eben alles verkabelt, mikrofoniert, so. Die Signale sind alle rum. Der Ralf macht noch weiter Pultzeitung, alles verkabeln und dann geht es los mit Soundcheck. Checks gemacht und es geht schon langsam mit Details rein. Der Ralf muss sich jetzt auch irgendwo an die ganze Situation gewöhnen. Es ist ja, das Ganze ist ja ein Experiment. Es geht darum zu merken, kann man in dieser Umgebung überhaupt mischen, einstellen. Zum Spielen, ich finde es super, es ist sehr geil. Ja, jetzt nähern wir uns langsam an die Aufnahme her. Man erlebt gemeinsam hinter den Kulissen eine ausgewachsene Musikproduktion. Das schweißt zusammen, das macht erlebbar, wie Musik entsteht, was Musik ist. Das Schönste ist das Gefühl, das Adrenalin, kurz vor der Aufnahme, wenn es heisst «Band ready, tapes rolling». Jetzt ist wirklich ein riesen Steig am Herzen gefallen. Ich würde sagen, bis dahin kann man sagen, das Projekt funktioniert. Das war mal eine erste Bilanz. Hammer geil gewesen, intensiv. Aber unglaublich. Also, wie man sieht, Lehrling ist unglaublich. Ja. Angesichts, wenn ich mir überlege, was wir alles für Stolpersteine auf dem Weg gehabt haben, angefangen beim ganzen Technischen, bei der technischen Einrichtung, die wir da mitgeschleigt haben, bis hin zum Spielerischen natürlich, muss man wirklich sagen, es ist super gelaufen. Also es ist schon überwältigend, wenn man sich überlegt, wenn man so am Spielen war und sich vor Augen geführt hat. Was mache ich da eigentlich gerade, unter welchen Umständen? Ich habe ein paar Mal Hühnerhaut gehabt, einfach rein von dem brachialen Sound her. Und dass man darf Teil sein von so etwas Verrücktem und Genialem. Ich bin sehr happy, dass sehr viele junge Leute jetzt sich auf das kommen mit dem Analogen. Weil für mich ist «Feels like home». Sehr schön. Du bist monatelang eingeschlossen, allein. Du hast einen Produzent, du hast ihre Musiker, aber das ist eigentlich so wie die heilige Halle, wo niemand anders betreten darf. Aber die Türen mal aufmachen und mal die Leute reinlassen und dass die Haut noch dabei sind.
Chef, ja. Ich habe einen totalen Mega-Anlass gefunden. Ich habe wirklich von dem gehört, dass der Mendoza schon mal da war. Ich habe den Ralf Zürich gekannt, bin ich da hingekommen. Und es hat mich wirklich wundert, wie das alles abläuft. Und ich finde, in der Musikindustrie, in der heutigen Zeit, ist es genau der Weg, ein anderes Signal zu geben, was Live-Musik ist, was gute Musiker sind. Ich finde es top, dass so ein Anlass überhaupt stattfindet. Es hat wirklich einen hohen Stellenwert für mich. Die Leute haben sich auch connected zu den Musikern, so wie du sonst an einem Konzert nicht kannst. Im Konzert hast du Leute links und rechts, wirst abgelenkt, es tönt nicht so nah, da hast du einen Kopfhörer ab. Ich glaube, wir haben Momente können schaffen, wo sich die Leute haben können mit uns und wir mit den Leuten verbinden und das bleibt, glaube ich. Das ist eine super schöne Erinnerung und ich habe das Gefühl, da kann man gerade mit Setting, mit Produktionen, straight to tape und so, mit dem ganzen System, dass man da wirklich wieder ein bisschen Vinyl fördern will, kann man auch wieder zurückholen.